Servus Leute zu diesem Video. Heute ist einfach wunderschönes Wetter. Es liegt zwar noch ein bisschen Schnee, aber es hatte die letzten Tage einfach immer zwischen 9 und 13 Grad. Das ist richtig warm und das für Ende Februar ist krass. Aber ich finde es richtig cool. Ich bin heute auch auf meinem Bike. Da. Das Rad und Swoop fährt sich einfach so genial. Ich bin jetzt schon ein paar die letzten Tage immer wegen ausgefahren im Wald und wegen in der Stadt rumgefahren. Und oben wegen den Home Trail. Das hat einfach richtig Spaß gemacht. Und ich habe mich heute mit Valentin verabredet, den Marc Dredwitz. Der dürfte jeden Moment kommen. Mit seinem Capra kommt er heute. Und wir wollen einfach wegen oben den Home Trail fahren. Keine Ahnung, wegen durch die Stadt fahren, wegen das schöne Wetter einfach genießen. Und da dachte ich mir, nehme ich euch mit rein. Viel Spaß! Was geht ab? Kann ich da stehen bleiben? Freilich kannst du stehen bleiben. Nice. Ist unsere Garage. Schaut euch das mal an, wie der sein Fahrrad da immer reinzimmert. Passt es mal auf hier. Das ist nicht normal. Schaut euch das mal an. Der hat es einfach schräg durchs Auto durch. Jetzt hängt er fest. Hey, ich bin vorher gerade schon ein bisschen außer Puste, du. Ich bin jetzt auch bestimmt schon eine Viertelstunde rumgeschürt und hier geht es immer nur bergauf, bergab. Und ich bin überhaupt nicht in Form, ne? Ja, ich gehe so. Valentin geht so, aber der Valentin hat eindeutig einen Bike-Vorteil heute. Weil heute werden wir trotzdem ein wenig trampeln müssen, aber was soll's. Ja, und ich würde sagen, wir reden gerade gar nicht länger weiter rum. Wir klatschen jetzt noch die Laufräder rein und dann geht's los auf den Trail. Time stops when I'm falling for you. Alter Walle, komm her! Das wird geil! Nice! Komm rüber! Nice Sache! Okay, wie ist die Landung? Eigentlich easy. Oh, leck ist es wenig an Schwung. Scheiße! Komme ich da nicht noch irgendwie wegen weiter hoch? Ja, Mann! Ja. Alter, das Bike rennt so wie Sau da runter. Geil! Die Frage ist, wollen wir nochmal fahren? Oder fangen wir weiter, weil hier. Können wir weiterziehen? Oder irgendwas anderes? Ja. Does your world revolve around me?
the devil right beside me. Rising with the morning sun. It's a hunger that drives me. Oh Lord, send my soul. Take my pain, turn it into gold. It's all I know, all I know. So Leute, wir fahren jetzt nach Waldershof. Let's go! Tja, jetzt sind wir hier in Waldershof angekommen. Ich glaube, wir sind die ersten nach dem Winter, die hier jetzt fahren. Wobei, nee, oben waren ein paar Reifenspuren. Das ist auf jeden Fall noch ein kleiner Trail in Waldershof. Wir stehen jetzt hier gerade auf einem Sprung. Ich glaube, man erkennt es gar nicht. Also hier ist der Absprung und da hinten ist die Landung. Also es ist schon ein schönes Teil. Sollte man nicht zu langsam nehmen. Hui. Ja, wir können es uns ja mal anschauen, den Trail. Also auf jeden Fall hier über den Sprung und dann geht es eigentlich nur noch gerade weiter über die Straße. Und heute ist allerdings, ich weiß nicht, ob ich mich traue, über die Straße zu springen. Also normal geht es halt so hoch. Dann kommt die Straße und geht es wieder runter. Und da kann man richtig schön abspringen, die Straße drüber und wieder rein. Aber das Problem ist, bei der Einfahrt ist einfach noch Schnee und Vereisung. Hey, was hast denn du gefunden? Hey, was ist das? Alter! Hä, ist da echt wer mit dem Stadtfahrrad runtergefahren? Also hier, Leute. Sendet. Fang. Hui. Oh, er verkackt. Jetzt kommt. Ja, ich fang's. So, jetzt hier ist ein, also das ist, finde ich, eine nice Stelle. Die haben, wurde echt schön gebaut. Also man kommt halt von hier oben, von dem schönen Sprung, fährt hier in den Anlieger rein und springt dann hier rüber. Ist das eigentlich echt nice. Ja. So, Leute, das alles haben wir schon hoch. Der Walle könnte es fahren, ich leider nicht, mit meinem Downhiller. Aber ja, und es ist einfach mega schönes Wetter. Ihr seht schon, wir blinzeln ein wenig, weil wir müssen euch was zeigen. Schaut mal her, wo wir sind. Das ist doch mal ein View, oder? Richtig genial. Sau geil. Richtig geil. Ja, und jetzt nur noch um den Huckel rum. Und dann geht's in den Wald rein. Und dann wird geballert. Schau. Der Valentin ist einfach sau fit. Ich sitze am Baum, bin einfach tot vom Hochschieben. Und er chillt so sein Life.
geht erstmal den Wald düngen. Naja. Ja, wir sind jetzt oben angekommen. Ab, da geht der Trail runter. Ihr werdet es aber gleich sehen. Und ich würde sagen, Valentin, bist du bereit? Bereit wie noch nie. Dann starten wir durch. Alter Vater! Geil, Mann! Nice! Das war geil! Der hat Fun gemacht, ne? Der ist geil! Der ist geil! Einmal fast das Leben genommen. Was? Was? Warum? Oh, was ging? Was hast du gemacht? Zeig ich dir dann. Kommt zum Baum, er kommt immer näher, ich schaue ihn an und reiß das Fahrrad so davor. Geil! Leute, hier gibt's Klärungsbedarf. Valentin, du hast es drauf, Alter. Alter Sick. Also erst einmal muss man mein Bike hinlegen. Hier geht's wirklich relativ steil runter. Also es sieht natürlich auf der Kamera wieder überhaupt nicht steil aus, aber es ist ungefähr so. Und dieser Baum hier, das ist ein stabiler Baum. Ja. Und also folgende Situation. Hier ist der Baum und hier ist die Spur von Valentin. Man überlege, hier ist die Spur, da ist der Baum. Und du bist wirklich nicht gegen den Baum gefahren? Nein. Alter, das Rad muss doch Vorderrad hier, Hinterrad hier, komplett ja, schräg. Richtig. So habe ich das Ding reingerissen. Alter, ich sag's dir, es sah bestimmt geil aus. Wirklich? Es sah wahrscheinlich sogar nicht wie ein Fail aus, sondern ziemlich nice. Ja. Dann halt hier gleich wieder Wumm. Wumm. Es ist einfach, der Trail ist so geil. Ja, ja, und Bäume sind immer. Also mein kleiner Tipp, ne? Wenn ihr fahrt immer dahin, wo ihr hinschaut. Also wenn ihr runterfahrt, Angst vor dem Baum habt und den Baum anschaut, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr Bekanntschaft mit dem Baum macht. So wie der Valentin. Ich meine, schaut euch euer Gesicht an. Nein, Spaß. Spaß! Ja. Video. Leute, das ist im Video. Oh. Hier seht ihr das Trümmerfeld. Die GoPro hat es abgefetzt. Dennis ist fast tot. Ich spüre Schmerzen. Er spürt Schmerzen. Oh. Erstmal schauen, ob das Bike noch heil ist. Das Wichtigste. Schaut gut aus. Ich glaube auch. Passt. Sattel ist ein wenig. Ja gut, den kriege ich jetzt nicht gerade. Heftig. Maschine. Puh. Also, es war ein echt nicer Tag. Genug für heute. Kann ich bestätigen. Ich denke auch, das ist genug für heute, oder? Ja. So muss ein Tag enden. Mit einem Sturz. Oh, aber es ist nichts passiert, nichts gebrochen. Sehr gut. Oh, Alter, aber volles Schlachtfeld. Oh ja. Das war überhaupt nichts. Oh. Das war auch vor allem überhaupt immer nötig. Der Valentin fährt mich jetzt nach Hause. Spaß. Ja, das halte ich auch für einen Spaß. Ja. Nee, also war ein echt geiler Tag. Den Sturz hätte es jetzt nicht gebraucht, aber was soll's. Ja. Gehört dazu. Gehört dazu.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, ich hoffe, bei euch ist auch so geiles Wetter. Nutzt das Wetter wirklich. Und ja, ist echt einmal. Komm, wir zeigen euch nochmal den Sonnenuntergang. That view. Oh, einfach nice. Einfach nice. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.